Wie macht uns oder wie machen uns gesellschaftliche Normen zu unglücklichen Menschen? Im Prinzip dadurch, dass wir irgendwas erwarten, wie etwas zu sein hat. Also wir denken, das und das muss so sein, das muss so sein und das muss so sein. Und wenn etwas dann noch nicht so eintrifft oder wenn es irgendwie trotzdem gegen unsere Natur arbeitet, denken wir entweder sofort oder im Nachhinein, dass das, was wir gemacht haben, falsch war oder irgendwie Defizite hatte oder nicht der gesellschaftlichen Norm und nicht normal war sozusagen. Und das ist ein ganz großer Trugschluss, wo wir uns immer ins eigene Fleisch schneiden sozusagen. Denn die gesellschaftlichen Normen sind einfach ein Konstrukt, das erstellt wurde, damit eine gewisse Ordnung herrscht. Damit jeder sich an etwas orientieren kann, damit die Gesellschaft nicht aus den Fugen gerät, damit nicht die Mörder dann hier einfach drauf losmorden und die Sadisten mit ihren sadistischen Vorstellungen dann sich komplett ausleben können oder dass zumindest in der Gesellschaft, im Arbeitsleben, jeder vom anderen ein gewisses Handlungsspektrum erwarten kann und somit eine gewisse Sicherheit hat in diesem gesellschaftlichen Rahmen. Aber wir übertragen diese Normen und gesellschaftlichen Erwartungen viel zu oft auf uns persönlich und denken, wir müssten das wollen, was die Gesellschaft sagt. Und das ist sehr, sehr falsch. Als kleines Beispiel, wenn man sich für einen neuen Job bewirbt und man erwartet etwas von diesem Job oder wenn man an die Universität geht nach der Schule und man erwartet etwas von der Universität, weil die Gesellschaft einem sagt, studieren ist gut, studieren, das ist die Bildungselite Deutschlands, studieren ist etwas Tolles, da kann man sich verwirklichen und so weiter. Und man merkt dann entweder, wenn man den Job bekommen hat oder wenn man im Studium ist, dass es überhaupt nichts für einen ist. Man versucht sich aber ständig wieder in den Arsch zu treten und ständig, also nicht aufgrund von Faulheit oder weil man eben nicht einen Tag mal durchhält, sondern wirklich, weil man immer wieder merkt, dass das einfach gegen die eigene Natur arbeitet. Man versucht und versucht immer wieder, weil die Gesellschaft es ja so verlangt und weil jeder dir dann zu gut zuspricht, wenn du das durchziehst, mach einfach und dann tut man sich selbst damit unglücklich machen, indem man nichts ändert und sich weiterhin damit herumquält. Dasselbe ist mit Erwartungen an irgendwelche zwischenmenschlichen Beziehungen. Hat man zum Beispiel irgendwann eine Erwartung an, wie etwas sein sollte, oder die Hollywood-Liebesfilme erzählen einem, wie eine Beziehung zu laufen hat oder wie eine zwischenmenschliche Beziehung zu laufen hat oder wie man mit Frauen umgehen muss oder der Mann wie er mit, oder die Frau wie sie mit Männern umgehen muss. Das wird uns dauernd in unseren Kopf reingehämmert sozusagen. Und wir missachten dabei unsere natürlichen Impulse, die ganz natürlich und richtig sind in dem Moment, wo sie denn passieren. Und wenn man dann irgendwelche Erwartungen hat, dann werden die meistens überhaupt nicht erfüllt, weil sie von vornherein meistens falsch sind. Und wenn man dann in der Situation ist, vertraut man sich nicht selbst und ist im Zwiespalt mit sich, wird unecht und versaut es dann sowieso. Das ist dieser eine Punkt, diese Erwartung. Der andere Punkt ist das, was danach passiert. Wenn man es schafft oder wenn man soweit ist oder frei ist, glücklich ist und voll ohne Erwartung in etwas hereingeht und sagt, ich schau mal, was passiert. Und dann spontan ist und dann wirklich das macht, was man will. Und auch manchmal Dinge nicht tut, die die Gesellschaft eigentlich sagt, das solltest du tun. Oder wo die Freunde dir sagen, warum hast du das nicht gemacht? Oder die Eltern dir sagen, warum ziehst du das nicht durch? Oder sowas. Wenn man in dem Moment dann aber trotzdem nach seinem wahren Ich, nach seinem Herzen arbeitet und spontan aus seiner Tiefe heraus das tut und nicht mit Erwartungen anderen das koppelt oder sich Widersprüche im Kopf zusammenreimt, wenn man das tut, dann ist es aber oft so, dass man im Nachhinein sich darüber Gedanken macht und sich das dann schlecht denkt. Das heißt, man hat etwas spontan getan und aber etwas, sagen wir mal, unterlassen, was eigentlich die Gesellschaft in dieser Situation als wichtig und unentbehrlich vorausgesetzt hat. Und am Ende denkt man dann, oh mein Gott, ich hätte das vielleicht doch anders machen sollen. Warum habe ich denn das nicht gemacht? Mann, bist du blöd. Oder sowohl im Job, in der Universität oder auch im Liebesleben, zwischenmenschliche Beziehungen. In all diesen Bereichen trifft es wieder zu, dass man im Nachhinein, teilweise Wochen, Monate, dann darüber nachdenkt und denkt, warum habe ich das und das und das? Aber man vergisst dabei, dass man in dem Moment, wo man es getan hat, völlig spontan und offen war
Und das ist es, was zählt. Und das heißt, dass man echt war und das heißt, dass man das gemacht hat, was man wirklich wollte und sollte in dem Moment. Und was danach einem im Kopf herumschwirrt, weil man wieder irgendwelche Sachen liest, sieht, hört oder sich selbst irgendwelche Geschichten im Kopf zusammenspinnt, das ist im Nachhinein nur eine Illusion, die man sich im Kopf zusammenreimt und wo man sich quasi das madig macht und wodurch man dann beim nächsten Mal wieder unspontaner und unechter wird. Und wenn man so denkt, dann ist es nur wichtig, das zu erkennen, dass man so im Nachhinein denkt. Oder auch wenn man im Vorhinein zu große Erwartungen hat, ist es wichtig zu erkennen, das ist die Gesellschaft. Ich erkenne es, ich beobachte es aus der dritten Person und lächle ein bisschen darüber, es ist halt so. Aber ich identifiziere mich nicht mehr damit, ich nehme es nicht mehr so ernst. Und ich versuche immer mehr durch Natur, durch auf meinen Atem hören, durch nicht so viel Fernsehen, nicht so viel Computer, immer mehr so zu mir selbst zu kommen und immer mehr zu und kann dadurch immer mehr erkennen, dass diese Gedanken, die ich natürlich habe, aber nicht wirklich mit mir identifiziert sind, sondern dass es einfach Gedanken sind, so ein Hintergrundrauschen, was ich beobachten kann, worüber ich lächeln kann, aber wonach ich nicht handeln muss. Und genauso mit den Geschichten im Kopf, die im Nachhinein passieren. Ich hoffe, es hilft ein bisschen, das dazu, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.